Lots of money. Und diese... Ey, nicht so aufdringlich, Junge. Und diese jemand ist... 4. Talana. Oh, das passt doch super. Das heißt, Talana hat jetzt schön viel Zeit, die Aufgabe abzugeben, hoffentlich was Tolles Neues dafür zu bekommen und dann weiter ihre Pläne verwirklichen, die Alleinherrschaft anzustreben. Allerdings wüsste sie jetzt nicht, wo sie einen anderen in Gefahr begeben könnte. Also sie könnte eine Schießerei oder sowas anfangen unter den Polizisten vielleicht, aber nein, das würde alle Ashs irgendwie in Gefahr begeben. Das ist nicht gut. Ja, muss sie was einfach lassen. Es wird schon früh genug eine Situation kommen, wo wieder Gefahr besteht. Nur ist dann Talana wahrscheinlich gerade nicht dran. Das ist, ne? So, das war nicht hier, das war auf der anderen Seite. Jetzt sind wir wieder durch die Dinger hier kriechen, was eigentlich unter Talanas Würde ist, aber es ist einfach viel schneller. Und. Hey. Okay. Und der Rest des Hauses hier ist auch nicht besonders hygienisch. Das macht nicht so einen riesen Unterschied. Hey. Yes. Ein Schrumpfkopf für dich, Witwe. Yes. This is genuine and of use to me. There is something resonating from it. A whisper. I will give you this in trade. It is known as the odious chalice. It swells with spilled blood and offers its bloat to its owner. Oh, okay. Es ist ein... Irgendwas Wirrwarr voller Fleischblasphemie. Danke. Yes. Will die Witwe den Tod selbst in ihrem Netz fangen? Achso, jetzt hatten wir schon gefragt, ob sie andere Vampire, also in diesem Fall Ash, fressen würde. Nein. Was die Gewinne betrifft. Yes. Naja. Also im Giovanni... Dingens müssten wir jetzt noch was finden. Aber zeig doch mal den Kelch. Also der Kelch fängt... Genau, der Kelch des Hasses. Diese perverse Schöpfung eines Tzimisce-Fleischformers... Oh, das darf auf keinen Fall irgendjemand von der Camarilla sehen. Die Tzimisce sind Teil des Sabbats und so ziemlich das Abgefahrenste, was die Vampir-Schicht zu bieten hat. Also die verformen ihr eigenes Fleisch und das von anderen Sterblichen und Vampiren und was sie so in die Hände bekommen können, zu diversen Monstern und Artefakten, die dann absolut nichts mehr mit Menschen zu tun haben. Also diese perverse Schöpfung eines Tzimisce-Fleischformers ist gezwungen, in ewige Qual den Verdammten zu dienen. Wenn sie Feinde töten, füllt sich der Kelch mit Blut. Sie sollten dem Kelch Respekt zollen, indem sie ihn in der linken Inventarspalte aufbewahren. Nur von dort wird er ihnen erlauben, von seinem Blut zu trinken. Was? Wie? Wir müssen anscheinend ein bisschen Zeug verkaufen oder irgendwo zwischenlagern, weil das Bild eines Mädchens in Santa Monica soll, brauchen wir nicht mehr wirklich. Eine Geldbörse. Hat jemand im Diner liegen lassen. Ja, so ein Kram halt mal aussortieren. Da freut sich Talana auf jeden Fall. Gut, das wäre also auch erledigt. Dann raus. Mal die Hände abwischen. Nach dem ganzen Rumgekraxel da. Und dann... Schritt 1 finden Sie Gary. Der Prinz hat vorgeschlagen mit Isaac... Ja, ab nach Hollywood, ja? Das Herzchen ist mir noch gar nicht vor da aufgefallen. Hollywood. Ja, dann ist halt Talana diejenige, welche die Ash nach Hollywood bringt. Und sich da als erstes umgucken kann und vielleicht wichtige Entscheidungen treffen. Das kommt ihr auch ganz recht. Allerdings vor noch Geld holen oder Blut von unserem Ghoul. Nee. Hab ihn. Hollywood. Oi. Metalhead. I ain't seen you here before. And if I haven't seen you, neither is Isaac. So that's your next stop. Da wollte ich gerade hin. Isaac's in the jewelry store at the end of the street. Consider yourself invited. Okay. Also Isaac ist jetzt nicht ein Prinz, sondern ein Baron. Und am Ende welcher Straße, Junge? Ja, da. Also er ist ein Baron. Und zwar ein Baron der Anarcho. Denn LA ist eine Ausnahme, was die meisten Städte angeht. Der regiert nicht nur ein Prinz, sondern in diesem Fall ist auch ein Baron. Denn es gab, oder gibt, je nachdem in welcher Zeit man sich gerade befindet, die anarchen Free States, die sich halt von der Camarilla losgelöst haben. Und jetzt ist gerade so eine Übergangsphase von Anarchen zu eventuell wieder Camarilla. Deswegen gibt es sowohl den Baron, der für die Anarchen spricht, also in offizieller Position, nicht wie Nines, der einfach nur rummacht, und halt den Prinz der Camarilla. So, Abrams Jewelry, genau auf der anderen Seite, okay. Das wäre was für Bändel, wenn der nicht tot wäre. Sinbin. Espo. Da könnten Asamiten drin sein. Bei den Namen. Ground Zero Internet Café. Da ist das Lucky Star Motel. Da haben wir doch was für. Hier doch einen Schlüssel zum Lucky Star Motel gefunden. Genau, Miltons zerfetzte Leiche. Aber Durban war nirgends zu sehen. Also wir würden einen Durban suchen in diesem Hotel. Aber das hat nichts mit irgendwas mit Kultur zu tun. Das schiebt Talana gerne auf für jemand anderen. Das hier sieht abgefahren aus. Ist abgesperrt. Nee, ihr solltet da jetzt nicht einbrechen. Irim's Golden Age Jewelry. Sieht jetzt nicht so pompös aus für einen Baron, aber anscheinend will er wohl nicht so auffallen. Sogar eine Hinterräger müssen wir benutzen. Also mit Talana als Baroness würde sie definitiv nicht so zurückgezogen. Oh, hallo. Ihre Meinung ändert sich sofort. Das hat was. Ja, doch, doch. Die uralten Monitore müssten nicht unbedingt sein, aber... Good evening, Neonate. Isaac Abrams. I've been expecting you. Seems the wooden soldiers of the Camarilla shuffle in a little too often these nights. That baby-faced two-bit Prince Lacroix got something to say to me? Ihr Bote spielt mit mir Flaschen drehen, bis ich in ihre Richtung zeigte? Ich bin in seinem Mund. Das klingt anrüchig. Und Talana steht nicht so auf anrüchig. Very courteous of you to stop by. All kindred that enter my domain are expected to introduce themselves. It may seem like an outdated formality, but it serves its purpose. Okay. Dieser Zweck scheint dem Wahnsinnigen in ihrem Büro ein Geheimnis zu sein. Dem Wahnsinnigen in seinem Büro? Achso, du sprichst gerade von dir selber, Ash? Nein. Stehen die Großbuchstaben L und C in Lacroix nicht für LA? Also ob Lacroix nicht der Anführer von LA ist quasi. Das sollte man nicht unbedingt einem Baron sagen. Der Anarchen. Nee, gut, nehmen wir das erste. It gives me the opportunity to personally welcome visitors to my domain. It also helps to establish an understanding in advance, so that there are no unfortunate accidents while they are in town. Ein schwieriges Rätsel ist dies. Call me old-fashioned, but this is my barony, and as is tradition, a token of respect must be paid. Ah. Ja, na gut. Also Talana hat es ja schon bei der Camarilla recht gut gestellt. Dann versucht sie es jetzt auch mit den Anarchen, um dann möglichst viel rauszubekommen, bevor sie sich irgendwann entscheidet und die einen gegen die anderen ausspielt. What I want is a simple exchange. Last week I paid for a certain item, a movie, and this evening I got an email saying that the seller is ready to deliver it. Unfortunately, he's become a bit paranoid all of a sudden. Won't meet me in person, won't drop it off, won't even answer his phone. Says he'll send the location of the pickup to a computer in the nearby internet cafe tonight. You see where I'm going with this? Botengänge. Sündenbock? Nein, nein, bin ein Briefträger. Go to the Ground Zero Internet Café. Look for a directory named Joseph K. and use the password Kafka. There'll be an email in there that will specify a nearby location. Meet the contact, pick up the item, come back. Not too painful, right? Okay. Excellent. In the meantime, consider yourself a welcome guest in my barony. Welcome to Hollywood. Ja, aber das macht Talana nicht. Nee, nee, nee. Das Rumgelaufen und irgendwelche Internetcafés gehen, das kann Tirik oder ein Girugon machen, das macht keine Talana. Das heißt, sie nutzt den Rest ihrer Zeit, sich jetzt noch hier in Hollywood umzuschauen. Ohne wirklich irgendwas Wichtiges zu machen. Oh my gosh, is that you? Everyone was worried sick about you. When you didn't show up and didn't call and nobody knew anything about what happened to you, we thought you were dead. Are you okay? You know what, never mind. We have to help you. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. It's me, Samantha. Don't you... Did you suffer amnesia? Is that it? Let me make a call. We'll get everybody together. We can talk. Maybe you'll remember something. The important thing is that they know that you're alive. Ah, das ist nicht gut. Also scheint jemand aus Ashs vorherigem Leben zu sein. Erzähl ihnen das nicht, es ist eine Lüge. I don't think you know what you're saying. We're gonna help you. You'll see, everybody just wants to see you safe and back to your old self. Wait here, I'm gonna make a call. It's gonna be okay. Aber... Was? Nein, nein, nein. Du? It's gonna be okay. Nein, wird's nicht. Wir müssen sie umbringen. Okay. Soul draped in rotten tatters and father dances in the dark. Ja, Vater tanzt im Dunkeln. Wir müssen leider jetzt sie aufhalten. Und sie vergisst jetzt hoffentlich, was da gerade passiert ist. Weg, 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 weg. Und ja, eigentlich hätte Talana sie umgebracht, aber anscheinend haben wir alle mitbekommen, wie sie ihren Lachflash da bekommen hat. Und das ist dann zu viel Aufmerksamkeit. Also einfach weg, 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 weg. Carolines. Hey. Oh, warte mal. Na, Ash hat gar nicht wirklich Hunger. Nee, nee, nee. Komm, kannst weitergehen. Ah, oh, kann man nicht rein. Ganz schön verwinkelt hier. Was haben wir denn da? Aber mal einbrechen. Rustling robes of the Reaper. Das muss dieses Vesuvio sein? Nee, das Ass-Dingens. Ja. Was macht ihr da? Die Musik ist aus. Sorry. Irgendjemand Auffälliges hier? Nicht wirklich. Oh, der da. Der ist auffällig. 10. Aber der will wohl nicht reden. Merken wir uns für ein anderes Mal. War auch krass, mit Schwert auf dem Rücken in der Bar rumstehen. Das ist dicken auffällig, oder? Fast Bug. Oh, das könnte was zum Verkaufen sein. Mit Dippen. Nicht mehr offen. Mist. Komm schon, wir brauchen irgendwo einen Laden. Cash in the Flash. Ja, ich. Und ja, gerne. Aber ihr habt alle zu. Friedhof? Ja. Guck da mal. Oh. Guck da mal hin. Wenn was Okkultes in Hollywood ist, dann hier, huh? Well there, sugarpuss. Might want to think about knocking next time. I damn near blew your head off. Thought you might be a zombie. Zombie? Nah dran, einigermaßen. Name's Romero. I'm the caretaker here. Well, that is, I don't exactly keep people from getting in, although that is part of my job. No, you see, I'm here to make sure nothing gets out. Ah, wirklich. Ich stehe in der Verantwortung dafür zu sorgen, dass die Sternchen nirgendwo hingehen. Bleib, guter Stern. See, it's like this. Every night around this time for the past, oh, several months now, the dead have been getting up with an itch to stroll down Hollywood Boulevard. Nobody knows why, but they're working on it. Till they figured out they needed a volunteer to patch the problem, and I stepped forward. Problem temporarily solved, the Baron's happy, oh. I get to shoot zombies. And guarantee I get my blood for another month. Okay, du bist ein Vampir. I've carved out a nice niche here. Warum schlafen die Toten nicht? Who knows? Vampire necro-hoodoo, toxic waste, solar radiation. The important part is, they continue to rise up, and I get to put them down. Everybody's a winner. Spaßig. Naja, die Vorurteile den Untoten gegenüber ist hier sehr ausgeprägt, also gehe ich lieber... Nee, das ist die perfekte Gelegenheit. Das heißt, Talana bietet sich jetzt an, hier irgendwie zu helfen. Und sobald es nicht so gut läuft, überlässt sie einem anderen das Hirn. Und wenn der dann stirbt, dann könnte vielleicht Talana da was abkommen. Shoot them, blow them away, frag them. Whatever the situation calls for. Sometimes I throw in chopping and dicing, just to mix it up. You're telling me. As far as I know, I'm the only person around Hollywood who considers marksmanship an art. A lot of the stiffs around here used to be asshole celebrities, too. Bonus. I love my job, what can I say? By the way, hey, you wouldn't be interested in watching the place while I go handle some business, would you? I'm not supposed to leave, or it might end up in a zombie holocaust or something. Like one time these goths snuck in. Ooh, wasn't pretty. Klar, wie haltet ihr Zombie Horde auf? I'll be back in about 5 minutes. If you should see any zombies in that time, you need to put them down. Now, they're dead, so you're either going to have to hack them up good, or shoot them in the head. Just don't let them bite you. Hält man dann den Zombie-Status? No. Just hurts like a bitch. Okay. Fantastic. Only one room. Nothing gets out. Keep them away from the front and back gates. Here, this might come in handy. Back in 5. Okay, Vor- und Hintertor, das ist unpraktisch. Na gut, machen wir das. Bye bye.